Warum ist das so kalt hier draußen? Warum ist das eigentlich alles passiert? Und warum bin ich eigentlich obdachlos geworden? Ich habe schon so lange nichts mehr gegessen und ich habe so einen Hunger. Ich glaube, ich werde dort hinten zum Supermarkt gehen und etwas betteln. Vielleicht kann mir jemand etwas zu essen geben oder ein paar Euro, damit ich mir etwas zu essen kaufen kann. Ich bin sofort da und werde mein Glück versuchen. Hoffentlich kriege ich etwas zu essen. So, hoffentlich klappt das, hoffentlich klappt dieses Schild. Ich habe jetzt einfach geschrieben, habe Hunger, bitte spenden. Vielleicht ist ja jemand so gutmütig. Hallo, hat jemand was zu essen für mich? Haha, Kind, guck mal, hier ist ein Penner, der ist zu faul zum Arbeiten. Stimmt, Mama, du bist so klug. Ja, das bin ich, mein Engel. Mit Pennern solltest du dich nie abgeben. Das würde ich nie tun. Das ist richtig so. Und jetzt gehen wir in den Supermarkt. Ich kaufe alles, was du haben willst. Oh Mann, ey. Warum sind die Leute so böse? Oh, hallo. Kann ich Ihnen helfen? Hallo. Haben Sie vielleicht etwas zu essen für mich? Ich habe seit Tagen nichts gegessen. Oh nein. Hat Ihnen bisher keiner geholfen? Nein, leider nicht. Ich wurde bisher nur beleidigt. Oh nein, warum sind die Leute denn so gemein zu Ihnen? Ich weiß es nicht. Haben Sie etwas zu essen? Ja, klar. Sie können den ganzen Einkaufswagen behalten. Was, echt? Ja, gerne. Ich gehe einfach nochmal einkaufen. Oh, das ist so nett von Ihnen. Kein Problem. Oh, Ihre Kleidung ist auch ganz kaputt und Ihre Haare sind ganz durcheinander. Ja, das stimmt. Soll ich mit Ihnen ein Umstyling machen? Würden Sie das wirklich für mich tun? Ja, klar, das ist überhaupt kein Problem. Danke, das ist echt nett. Steigen Sie einfach in mein Auto ein. So, als erstes fahren wir zum Friseur und danach kaufe ich Ihnen neue Klamotten. Aber jetzt erst steigen wir erstmal ein. So hat mich bisher noch niemand behandelt. Vielen Dank, warum helfen Sie mir so sehr? Ach, wissen Sie, ich weiß, wie es ist, Obdachloser zu sein. Ach so. Ich verstehe. Aber jetzt lassen Sie sich erstmal Ihre Haare schneiden und ich warte hier im Auto. Okay, bis gleich. Da bin ich wieder. Wow, aber das sieht so schön aus. Danke, ich freue mich mega. Und jetzt steig ein, wir fahren zum Kleidungsgeschäft. Okay. Auf geht's. Aber okay, hier sind schöne Klamotten. Was hältst du davon? Ja, das sieht gut aus. Aber was hältst du davon? Nee, finde ich nicht so gut. Ich glaube, das steht dir am besten. Oh ja, stimmt. Das sieht richtig gut aus. Danke. Kein Problem. Du, aber Ock, warum bist du eigentlich obdachlos? Ja, ich wurde ausgeraubt. Ein Räuber ist in mein Haus eingebrochen, hat mein Safe geknackt und dann mein Haus angezündet. Oh nein! Ja, dadurch habe ich alles verloren und die Polizei glaubt mir nicht. Darum bekomme ich kein Geld von der Versicherung. Oh Mann, das hört sich gar nicht gut an. Wenn du willst, kannst du heute bei mir übernachten. Das würdest du mir erlauben? Ja, für ein paar Nächte sollte das schon klar gehen. So, wir sind jetzt bei meinem Haus. Lass uns reingehen. Oha, oha. Oha, das sieht mega schön aus. Danke, aber das war auch viel Arbeit. Ja, das glaube ich dir. Ich zeig dir jetzt dein Zimmer. Komm mit. Das hier ist dein Zimmer, aber wow, das ist echt schön. Danke dir. Kein Problem. Du solltest jetzt schlafen. Wir sehen uns morgen. Alles klar, gute Nacht. Gute Nacht, aber guten Morgen, Aberorg. Hast du gut geschlafen? Guten Morgen. Ja, ich habe gut geschlafen. So ein Bett ist viel bequemer als die Straße. Das glaube ich dir. Du, Aberorg? Ja? Ich habe Neuigkeiten für dich. Ich bin in Wahrheit die Polizeichefin von Broke Heaven. Was? Was? Ich habe deinen Fall neu aufgerollt. Wir werden alles untersuchen. Ich verspreche dir, dass wir den Räuber finden. Oh mein Gott, vielen Dank, vielen Dank. Ich würde sagen, wir fahren jetzt gemeinsam in das Polizeirevier und besprechen uns dort mit meinen Kollegen. Das hört sich nach einem guten Plan an. Hallo zusammen, das ist Aberorg. Hallo.
Abbau wurde ausgeraubt, sein Haus wurde angezündet und weil wir den Täter nicht gefunden haben, ist er obdachlos. Ich will, dass der Täter heute geschnappt wird. Wir fahren jetzt alle zu dem Grundstück, wo Abbau sein Haus stand und wir machen erst Feierabend, wenn wir neue Spuren haben. Ja, das ist mein Grundstück. Hier stand früher mein Haus. Ich hoffe, dass wir heute neue Spuren finden. Keine Angst, Abbau. Wir werden schon etwas finden. Hey Leute, alle herkommen. Ich hab was gefunden. Hier liegt eine Waffe. Oh, das ist die Waffe, mit der ich bedroht wurde. Ihr habt eine Spur gefunden. Alles klar, Leute. Wir haben eine neue Spur. Und jetzt Abmarsch zurück in das Polizeirevier. Dort besprechen wir das weitere Vorgehen. Frau Polizeichefin, ich habe die Waffe analysiert. Anhand der Seriennummer können wir herausfinden, auf wem die Waffe angemeldet wurde. Okay, dann prüfen Sie, wer der Besitzer ist. Das habe ich bereits getan. Bei deren Besitzer handelt es sich um Herrn Meier. Er wohnt auf dem Bauernhof am Rande von Brookhaven. Alles klar. Vielen Dank für die gute Arbeit. Ich werde mit Abbau zusammen zu diesem Bauernhof fahren und Herrn Meier befragen. So, Abbau, gut, dass du mitgekommen bist. Kein Problem. Ich möchte auch wissen, wer der Bankräuber ist. Wir werden jetzt in den Bauernhof einbrechen. Du musst aufpassen, dass du nicht verletzt wirst. Okay, ich passe auf. Mal gucken, ob ich gleich jemanden finde. Und hier ist die Tür. Und da hinten steht jemand. Ich muss eben einbrechen. Und, hallo, sind Sie Herr Meier? Kommt drauf an, wer das wissen will. Hallo, mein Name ist Abbau. Was möchtest du hier, Abbau? Mein Haus wurde ausgeraubt und ich suche den Täter. Und du denkst, ich wäre der Räuber? Da liegst du richtig. Und jetzt Hände hoch oder ich knall dich ab. Halt, Sie sind hiermit verhaftet. Herr Meier, legen Sie die Waffe weg. Sie sind umstellt. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Nein. Abbau, das war gute Arbeit. Wir haben diese Geldtasche bei Herrn Meier gefunden. Nimm sie gerne an dir. Ich schenke dir dieses Geld. Es sollte reichen, damit du dir ein neues Haus kaufen kannst. Außerdem biete ich dir einen Job als Polizist an, da du so gute Arbeit geleistet hast. Wow, echt? Echt? Kriege ich echt einen Job als Polizist? Danke, den Job würde ich gerne haben. Okay, dann bist du ab sofort Kommissar Abbau. Oh, wie nett. Danke. Und Herr Meier ist für immer hinter Gittern. Ja, das stimmt. Ach, endlich wieder Feierabend. Mein Leben ist so schön, seitdem ich hier als Polizist arbeite und richtig viel Geld bekommen habe. Jetzt steige ich erstmal in meinem neuen Ferrari ein, den ich mir kaufen konnte. Und dass es regnet, stört mich auch überhaupt nicht, weil ich habe einfach so ein schönes Auto, so einen Sportwagen, ich habe so ein schönes Leben. Ich war vorher richtig arm und habe dann die Polizistin kennengelernt. Ich habe Herrn Meier festgenommen, davon mehrere Millionen Euro gekriegt und habe hier ein richtig schönes Haus. Das hier ist mein eigenes Haus am See. Nur ich wohne hier und ich habe immer noch eine Tasche voller Geld, weil ich nicht weiß, wo ich damit hin muss, weil ich als Polizist so viel Geld verdiene und so viel Geld bekommen habe von Herrn Meier. Und ich habe hier ein richtig modernes Luxushaus. Mein Leben ist einfach nur toll. Ich gehe jetzt einfach mal in mein richtig cooles Haus rein. Das ist richtig schön hier. Die ganzen Zimmer sehen hier so cool aus. Und ich muss jetzt erstmal irgendwo meine Tasche Geld verstauen. Ich habe einfach so viel Geld. Leute, ich weiß gar nicht, wo ich mit meinem ganzen Geld hin soll. Ich lege es einfach mal hier hin. So, da liegt jetzt das ganze Geld und ich weiß gar nicht genau, was ich in meinem Luxushaus jetzt hier mache. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal eine Runde schlafen, weil warum nicht? Ich habe den ganzen Tag Zeit als Polizist und ich habe so viel Geld. Das ist einfach so schön. Ich war vorher so arm und ich habe jetzt so viel Geld. So Leute, das war das Roleplay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war meine Story, wie man von arm zu reich wird in Brookhaven. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.